Ja, wer hätte das gedacht, dass wir nur jemals nach San Gimignano kommen werden? Weil das letzte Mal waren wir vor 13, 14 Jahren hier und San Gimignano war damals faktisch schon unbesuchbar. Also da war so viel los. Wir haben dann halt abends sind wir halt ein bisschen in die Stadt reingegangen. Untertags muss man sich vorstellen, da waren 20, 30, 40, 50 Busse unterhalb von der Stadt. Millionen Leute, Amerikaner, sehr viele asiatische Touristen. Und jetzt im Rahmen der Pandemie erobern sich die Italiener wieder die Stadt. Fürs Protokoll, ein Schweizer ist raufgefahren mit dem Auto, ein Österreicher und ein Franzose. Runtergefahren sind zwei polnische Fahrzeuge. Und ein Belgier. Ein Belgier? Hast du Belgier gesehen? Ja, ich habe einen Belgier gesehen. Genau. Also alles andere, was jetzt hier ist, sind italienische Bürger. Ich habe da zwei deutsche Radlfahrer rauffahren sehen. Ja, die sind ja bekloppt, da rauffahren, oder? Ist ja Wahnsinn. Fürs Protokoll 73 und ein paar zerquetschte Kilometer. 17 Uhr ist es. Super Gefühl hier.